Zu Landwirtschaftssimulator 2013 im Mecha-Projekt, diesmal wieder mit den Güten. Hallo. Mit dem Rockdux. Hallo. Und mit dem Tinischen. Hi Leute. Warum fährt ihr nicht mit GPS-Mod? Das weiß ich nicht, du. Aber sieht auf jeden Fall schön aus. Ja, wir sind heute erstmal nur zu viert. Der Doktor, der macht sich noch einen Kaffee. Und Gäste sind leider gar keine gekommen. Das finde ich ja schon ein bisschen traurig. Aber gut, kann man nichts machen, gell? Warte mal, ich fahr mal rüber auf die Bahn. Erst ja, irgendwie habe ich gerade Probleme mit der Steuerung von dem, der... Ja, ich denke mal, der Rockdox, der kriegt das schon mit hin. Lange, warst lange nicht da, oder? Ja, ich war jetzt sicher 2 Wochen nicht da. Ich hatte so viel vorproduziert, ich musste das mal wegbringen. So. Ja, auch mal. Ja, wie gesagt, Gäste sind ansonsten leider keine da. Schade drum, aber kann man nichts ändern. Eingeladen waren sie, aber keine Reaktion. Kann man irgendwie diese Doppelsteuerung abdrehen? Weil bei mir lenken irgendwie beide Räder und... Ja, müssen wir mal... Num 7 müsste das sein. Info halt gucken. Num 7. Wie schnell fährst du die, ne? 16. So. Jo. Herzlichen Dank. Ja, Rocktox. Gibt's was Neues? Genau, erstmal als Info halt auch für dich jetzt nochmal. Wir wollen auf die Hagestedt Modified wechseln. Und das am 21. Ab 20 Uhr halt Livestream und da wollen wir halt hier erstmal unser ganzes Zeug verkaufen, es wegbringen und dann quasi im Livestream Map-Wechsel machen oder vollziehen. Und wahrscheinlich müssen wir halt mal schauen, wie es wird, dass wir vielleicht das Geld mitnehmen, was wir hier erwirtschaftet haben oder so. Der Arctic Soldier, der hatte das schon mal irgendwie überschlagen und ausgerechnet, es müssen wohl um die 3,5 Millionen sein oder so. Wow, die wir hier haben. Ja, aber das ist wollen halt wir denn jetzt überhaupt Geld mitnehmen? Das diskutieren wir dann in der letzten Sekunde aus. Weil, ja, das Problem ist, dass es auf der Hagenstedt Modified trotzdem nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Also ich komme mit dem Traktor nicht zurecht, muss ich echt sagen. Der ist echt doof zu steuern. Vielleicht tauscht der Guten mit dir. ich wollte eigentlich, das sind hier noch 3 Bahnen. Die warum ziehst du nicht durch, Randy? Ach, jetzt, was hat das ist eine sehr gute Frage. Traktor, das war, ganz im das Ernst? Wäre sehr ineffektiv gewesen. Jetzt laggt er bei mir auch noch. Ich würde auf die Vorderradlenkung vielleicht schalten beim Kartoffellegen. Müsste eigentlich am besten sein. So, bitteschön, Tino, angenehm? Ja, jetzt kann ich hier gerade mal anziehen. Also, wie ach, Mann, ey. Mach einfach einen Helfer rein, Rocktox. Jetzt langsam, mich regt jetzt dieser blöde Traktor auf. Ernst, ja, wenn es gar nicht geht, kriegst du meinen Case. Ich glaube, Magnum steht auch noch in der Halle am Hof. Ja, es müsste auf jeden Fall noch Traktoren da sein. Also ich kann mit dem echt nicht arbeiten. Ich weiß nicht, was der hat, aber der will bei mir nicht so richtig. Oh. Da schön. Wie viel hast du jetzt hier drüben noch guten 3 Bahnen? Ja, also nur noch den Zipfel da oben. Ich hab dich gestern im Übrigen bei Harald gesehen. Ich? Ja. Ach so, ja, in dem Video mit seinem Rennen da. Ja, diesen genau. Race fand ich geil. Na, da müssen wir jetzt ja ohne Probleme durchkommen. Die Situation hatte ich, also ich hab ja 10 oder 15 Versuche gemacht und die Situation habe ich von den 10 oder 15 Versuchen, die hatte ich eigentlich dauernd. Weil das war die einzige richtig schwere Stelle auf der Strecke. Und einmal hat's geklappt, einmal nicht, einmal hat's geklappt, einmal nicht. Hast du jetzt einen neuen Schlepper, Rocktox? Ja. Ach so, okay. Sonst würde ich jetzt den Johnny eben. Stand hier wieso rum. So. Muss den nur schnell abhängen hier. Geh halt ab. Leute, eine gemütliche Stimmung hier. Ja, ganz gemütliche Runde heute mal. Aber eine ganz gemütliche. Schön ja, besinnlich. Was machen? Besinnlich halt, richtig. Ja, was willst du machen ohne Gäste? Baum, mocking Baum. Können uns ja mal selber Fragen stellen. Und ja. Herr Tino, wie bist du denn zum Let's Play gekommen? Ja, guten, was sind deine Hobbys? Malen. Malen nach Zahlen. Wollte ich gerade sagen. Ach ja. Soll ich was bringen? Das glaube ich nicht, Tim. User joined your channel. Und kommt, da joint jemand in die Aufnahme hinein und es ist der Dr. X, wer sonst? Moin Leute! Moin! Na so, doch. Jetzt hängt das Ding dran. Ich hoffe, jetzt kann ich nicht arbeiten. Kannst du ja gleich joinen, wenn du möchtest. Ja, wenn ihr fertig seid mit der Runde.
Ja, stimmt, sonst wird's lecken. Herr Doktor, muss ich jetzt gleich mal eine Frage an dich stellen. Und zwar, ich wollte gestern mal in deinen Livestream schauen. Ja, den gab's nicht. Okay. Der ist ausgefallen. Weil irgendwie Twitch am Wochenende. Twitch mag mich am Wochenende nicht. Die wollen nicht, dass ich streame. Ging nicht, oder was? Ich habe 10 Sekunden gestreamt, dann hat er abgebrochen. Wieder 10 Sekunden gestreamt, wieder abgebrochen. Und dann habe ich gesagt, komm, dann nehmen wir den ganzen Rotz auf und dann lade ich das auf YouTube hoch. Ja. Mit wem hast du, mit wem wolltest du streamen? Mit Carbon und seinem Bruder. Die waren beide dabei. Was ist so? Die erste Rust, Folge oder? Davon, die wir aufgenommen haben, Rust, genau. Die erste Folge, die wir aufgenommen haben, die lädt gerade hoch. Die wird heute leider ein bisschen später erscheinen, beziehungsweise, naja, wenn ihr das Video hier seht, das wird sich natürlich schon erschienen sein. Aber die Datei ist dann doch etwas größer geworden, als ich gedacht habe. Ja, so eine Dreiviertelstunde Video in 1080p, die ist dann doch noch ein bisschen größer als der ganze Rotz, den ich sonst so veröffentliche. Mhm. Ich tue jetzt auch gerade Videos in 1080p machen. Jo. Von München. Hast du schon erzählt, war? Nee, nicht wirklich. Nee, dann leg mal los, Rocktox. Wie war's in München? Ja, München war schön. Bei IDG und GameStar und Co. Nee, ich war ja... gefressen. Wollten wir eigentlich bayerisch essen gehen, nur dann hat's plötzlich so zum Regnen und Stürmen angefangen, dass wir uns im Hotel eine Pizza bestellt haben. Aber war auch gut, weil... Plötzlich saßen wir im High-Five-Studio auf der Couch und ich hatte ein Interview mit Nino Kerl. Und, ja. Auch nicht so schlecht. Schnell kann es gehen. Und der fährt mir wieder entgegen. Oh. Nino. Ja, nicht gesehen. Randy, was machst denn du jetzt? Ja, also ich bin ja wirklich gespannt auf die Videos, die dann bei dir kommen werden. Ja. Also da werde ich ja so jedes auf alle Fälle gucken. Das wird bestimmt bei spannend. Mir. Don't know why. Also bei mir ist alles ganz normal. Aber wir sind gerade voll. Ah, jetzt läuft's wieder. Komisch. Lädst du im Hintergrund noch hoch? Nö, eigentlich nicht. Also ich rendere auch nicht mehr, sei alles fertig bei mir. Ja, also wie gesagt, das Interview mit Nino Kerl kommt, dann waren wir eben auf diesem Making Games Talents Event. Ja, auch ein Interview mit Heiko Klinge und verschiedenen Programmierern von verschiedenen Spielefirmen. Zum Beispiel war Good Games da oder Chipsoft oder Handy Games, also verschiedene Sachen. Ja, also war, glaube ich, ganz lustig. Ja, also ich bin wirklich gespannt darauf, was du da so... Also den Intro, das habe ich ja schon angeguckt. Das macht auf alle Fälle Appetit auf mehr. Ach, also das habe ich jetzt auch nochmal überarbeiten müssen. Ja, die 45 Sekunden hätten so getan. Ich meine, es ist ja jetzt kein Spiel oder sonst was, da ist das schön. Stimmt. Hast schon. Geht. Hast du mal leer? Naja, 7% bin ich gleich mal mitgefahren. Ja, sehr freundlich. So. Habt ihr denn gerade erst angefangen, oder wie? Ja, wir sind jetzt bei 8 Minuten. Wie viel Kohle haben wir denn überhaupt? Ich bin gar nicht als Admin drin. Ich auch nicht. Achso, 40.000. Ah, da läuft das ja. Und kein Kredit, glaube ich. Nö, den haben wir ja schon ein bisschen aus. Na, zu dick, der Popos. So. Den Raps haben wir ja hier oben ohne, aber so, da können wir erst wieder weiter spulen, wenn wir fertig sind mit Ansehen, gell? Jo. Ja. Aber ist ja nur das eine Feld jetzt noch mit. Wir können uns auch theoretisch überlegen, dann im nächsten Part mit 4 Sämaschinen anzusäen. Ja, wäre vielleicht sinnvoller. Ich bin jetzt hier im Moment hier fertig. Letzte Kännchen hier. Aber du meinst jetzt mit der Krümme? Genau. Na, dann hol dir doch gleich noch eine. Jo. Gut, auch mal, ja. Weil mit 3 Seemaschinen ist echt ätzend auf Feld 14. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich hatte ja angefangen mit dem Feld, aber irgendwie nur 3 Bahnen geschafft. Alleine mit der einen Erntemaschine war das schon... Ja, die eine Erntemaschine werde ich nicht fahren. Ne, ich auch nicht. Ich melde mich freiwillig. Wir wissen ja, wer Kartoffeln wollte unbedingt. Ja, ich melde mich freiwillig. Ich würde den wohl auch fahren, das ist doch cool, Vollernter. Bam. Ja. Hast du jetzt eigentlich schon Leute zusammen, Doc, wegen deinem Rust-Let's-Play? Weil du wolltest dir irgendwie ein Team suchen oder so?
Ja, ich habe halt mit dem Carbon habe ich so ein bisschen was zusammen gemacht. Eventuell möchte der Rocktox ja auch bald mal anfangen mit Rust spielen, hat ja. er ja gesagt. Korrigiere mich, wollte Carbon keine Let's Plays mehr machen? Ja, ja. Weiß ich nicht. Er wollte keine Let's Plays mehr machen, aber das ist jetzt 2 Monate her, aber er lädt immer noch hoch. Das ist doch wohl was, egal. Ja. Ich mache auch Spaß mit andere Sachen als das, was ich gesagt habe. Er wollte ja habe. Eigentlich nur noch Livestream und Mod-Vorstellungen, aber trotzdem laufen alle Let's Plays noch. Ja. Mhm. Ja, ist doch gut, ist doch gut. Also ich gucke es auch ab und zu mal ganz gerne, was er da so produziert. Das war ja damals bloß so, ist ein Dings hier, wo er bei uns raus ist, wo er dann gesagt hat, er macht halt was anderes, weil er keine ja. Zeit mehr hat. Ja. Mhm. Ja, da hat der Sohn wahrscheinlich gerade Zähne gekriegt oder sowas. So, ich war gerade unentschlossen, ob ich jetzt bei den Jungs hier hinterher fahre oder ob ich drüben von der anderen Seite dann mit starte. Also, du kannst von mir fast übernehmen, ich bin fast leer und ich weiß nicht, ob sie das ausgeht. Wie viel hast du noch drin? 6%. Okay, dann bleibe ich mal bei dir. Aber nicht so nah aufhören, du willst. Sorgt das. Ja, ich weiß, aber ich bin gar nicht so weit drauf. Das wird auf der Modified ja. übrigens gefährlich mit Schaden. Ja. Also gibt's Schaden? Oh Gott. Ja, da gibt's Schaden. Also Rocktox, da wird's richtig teuer. Oh. Ja. Gut, ihr geht's pleite mit mir, sage ich jetzt schon. So, ich bin leer. Ja. Ja, ja da müssen wir uns sowieso noch Gedanken drum machen, wie wir das dann machen mit dem Besitz übernehmen und was wir da dann als Start-Equipment ja, und ja, so weiter haben. Ja, sowieso. Das sowieso. Ja. Das nach 5 Minuten. Mein Traktor ist Putti-Borne 9. Das ist ja auch Ölwechsel und solche Geschichten. Oh Gott. Und du musst direkt in die Werkstatt. Genau. Kann ich denen da wenigstens auch jetzt ein Maschinengewehr draufbauen? Nee, leider nicht. Nein. Oder kriege ich endlich meinen Bergepanzer? Dann will ich diese auch Applikation ewig. Ist noch nicht vorhanden. Dann musst du bis Mitte Februar warten, dann kommt ein neues Battlefield-DLC raus, dann kannst du es wieder machen. Ja, es ist viel. Ich warte schon die ganze Zeit auf das DLC. Second Assault oder was? Was? War das Second Assault jetzt los? Second Assault. Second Assault, ja. Ja. Ich kann jetzt endlich wieder Battlefield spielen. Ich konnte jetzt über 2 Monate kein Battlefield 4 spielen. Ließ sie einfach nicht starten. Ließ sie nicht starten. Ach so. Naja, Standard. Ich meine, dafür hast du ja 100 Euro bezahlt. Ja. Ja zum eben, Glück nicht genau. so viel, zum Glück nicht so viel, muss ich echt sagen. Habe ich eben gerade so, während ich hier meine Nudeln gegessen habe und euch warten habe lassen, habe ich auch tatsächlich einen Commentary genau zu dem Thema von German LPK gesehen. Ja, ich kann seine Meinung nur verstehen. Die sollen nicht hier Entschuldigungsmonate machen, die sollen endlich das Spiel zum Laufen bringen. Mhm. Aber es stimmt schon auch, solche Sachen wie Netcode oder so prinzipielle Sachen, wo einfach die Fehler drin sind, ich glaube, die kannst du nicht so einfach ausbügeln. Ich glaube, die werden sie auch nie ausbügeln, weil dazu müsste das komplette Spiel neu machen. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, den Netcode können die Klöbe gar nicht machen, das ist so tief in der Engine drin. Ja, da müssten sie komplett Engine neu machen und eigentlich dann das komplette Spiel ersetzen und ich glaube, das werden sie nicht tun. Ja. Aber Hauptsache, wir schwärmen schon alle von Battlefield 5. Yep. Ja. Dass sie mit Polizei zu tun haben soll und irgendwie so eine Mischung aus Need for Speed und Battlefield. Wie das gesehen, da war ich gedacht, oh mein Gott, Leute. Ja, das war so Counter-Strike Go, weißt du? Oh, also wenn sie das echt machen, dann ist echt Hopfen und Malz verloren. Ja. Aber warten wir mal ab, was dann im Endeffekt wirklich rauskommt. Ja. Ja, man muss es halt nicht verstehen, ne, warum man sich gerade so dieser COD-Schiene so ansetzen will. Klar, COD setzt Jahr für Jahr Millionen an Umsatz. Hey, COD ist bestes Game, Alter. Ja, bestes Game, Alter. Das sieht seit 2007 genauso aus. Also, aber bestes COD, Game, aber, ey, deine Mutter, Alter, ist bestes Game. Anscheinend, also, ich weiß ja nicht. Irgendwann wird COD immer noch gehen. Ja. Ja, aber sie haben jetzt eh schon gesagt, also anscheinend, ich habe jetzt gelesen, dass sie jetzt das nächste Call of Duty soll nicht 2014 rauskommen, sondern erst 2015. Ja, die haben jetzt 3 Entwicklerstudios, die machen, dass die halt 3 Jahre immer Entwicklungszeitraum haben. Yep. Also 2014 kommt dann, aber dann wechseln, dann kommt halt das neue, ich glaube, also dieses Jahr kommt dann das neue Entwicklerstudio dazu, dann wird er schon dran gearbeitet haben und danach kommen die anderen wieder, die 3 Jahre dran gearbeitet haben, dann wird er die anderen, die 3 Jahre dran gearbeitet ja, haben. Aber bis jetzt hatten sie auch 2 Jahre und es hat bis jetzt sich nie wirklich was verändert in der Grafik. Nö, das wird sich durch die 3 Jahre auch nichts verändern, davon mal abgesehen. Bloß das eine Jahr werden die dann weiter dazu nutzen, um nochmal zu überprüfen, wo sie noch ein bisschen Geld einsparen können. Ja, oder was jetzt dem ursprünglichen Spielinhalt rausnehmen können und als extra DLC verkaufen können. Ja. Zum Beispiel. Das sind eigentlich so die gängigen Taktiken. Ja. Aber wieder ja, nix. EA halt. Oh, wir müssen schon Kredit aufnehmen für die Kartoffeln zum Ansäen.
Wirklich? Ja, ich muss gerade 5000 aufnehmen, wir waren schon im Minus. Die Kartoffeln sind ja doch ein bisschen teuer in der Ansaat. Ja. So? Aber dafür kriegt man viel für sie, oder? Ja, aber du kriegst halt auch, also du kriegst mehr Menge. Der Preis ist relativ niedrig. Wie bei den Zuckerriemen halt. Innerhalb von Ehen fällt irgendwie 600.000 raus. Haben wir irgendwie eine Möglichkeit drin, am Feld Saatgut zu betanken? Nee, gell? Nö. Dafür gibt es spezielle Überladewagen, haben wir aber nicht. Mhm. Oder so ein Service-Car oder sowas, ne? Ich glaube, nee, kannst du nicht mit einem normalen Kipper dort reinkippen? Nein. Da brauchst du mit einem Standard-Kipper. Nö. Gibt's aber, oh, da gibt's solche komischen Beutel. Du musst da mit dem Frontlader aufhängen und dann kannst du das Ding da so abrubben. Genau. Also ist schon ewig, ja, weil ich den Mod mal vorgestellt habe. Es funktioniert auch ziemlich gut, aber du musst dir überlegen, dass das auch immer nur Tausender-Paletten sind. Und ich glaube, gerade die Leute, die nicht so mit den Frontlader zurechtkommen, brauchen dann einen Part allein, um die Sämaschine voll zu machen. Ja, jetzt übertreiben sie mal nicht, junge Frau. So schamlos hier. Oh, da kommst du ja schon. 2,5 Part, mindestens. Tralali und tralala. So, hier ist auf jeden Fall wild angesät. Das ist angesät wild. Ja. Ich weiß nicht, warum Guten hier den kompletten Streifen freigelassen hat. Hä? Das war nicht Guten, das ich bin doch gar nicht am Säen, ich komme erst gerade zum Feld. Weil ich GPS-Mod fahre. Ach, du fährst GPS? Ja. Okay, dann solltest du auf der anderen Seite des Feldes anfangen. Weil sonst wird es immer wieder Lücken geben. Macht schon jemand den Streifen oder soll ich hier unten vielleicht mal eben den Streifen fertig? Ich mach den auch gerade. Ich fahre jetzt, also ich fange an der anderen Seite an, ich habe Angst vor euch. Wir machen jetzt alle drei einen Streifen, habe ich das richtig verstanden? Nein. Du kannst ja den Streifen nicht machen, der ist ja schon gar nicht mehr da. Ach ja. Na gut, dann fahr ich woanders hin. Also andere Seite vom Feld hast du gesagt. Ja, da habe ich gerade auch angefangen. Vergessen Helm und die Kniestützer nicht. Stützer oder Schützer? Schützer. Können wir nicht eine andere Modifier, also wenn ich an den Gedanken schon, dass ich jetzt nicht mehr rumfetzen kann. Hoppala, ich habe mein Ding verloren. Mach dich traurig, ja, das war das ja macht eigentlich unser Ziel. Dich traurig zu machen. Weißt du, was aber auch traurig ist? Der Part ist am Ende. Sag's genau, nicht. Der Part ist am Ende. So, naja, da wird das mal ein gesinnlicher, ruhiger Part. Morgen, also im nächsten Part dementsprechend, kommt dann der Doki auch wieder mit rein und ja, bis dann, angenehmen Tag noch. Bis dann, tschüssi. Tschüss.